Warte mal. Könntest du den Baum bitte wieder reparieren? Danke. Warte doch. Jetzt lass doch mal das obere. Platzierst du bitte mal den Block hier zwischen wieder? Ja, tue ich. Gib mir jetzt bitte das Schild wieder. Eins steht mir zu. Jetzt hör auf, Mann, ich muss den Block wieder einfügen. Wieso geht das nicht? Warte, da muss ich das anders machen. Hier ist ein was? Ein Missing! Oh, fail! Der kann doch nicht mal Bäume reparieren, ey. Hier ist ein Missing Block, aha. Der kann doch nicht mal Bäume reparieren, ey, also. So, jetzt der arme Baum. Sieht doch viel schöner aus wie als vorher. Was? Echt? Krass! Ach, Lukas, falls du es noch nicht wusstest, ne? Was das hier ist, steht auf dem Schild drauf. Das ist ein Baum? Da steht, ich bin ein Baum. Eigentlich hätte da stehen müssen, ich bin ein Akazienbaum. Unter Umständen vielleicht. Was machst du da, Basti? Du brauchst 10 Stunden, um das einzuzipseln. Nein! Was? Steven, ent mich. Was? Du sollst mich entbannen. Bist du schon längst. War ich gerade noch nicht, als ich es gesagt habe. Aber hey, jetzt muss er das auch mal kennenlernen. Ja! Ich wurde gekillt. Und wie fühlt sie sich so angekickt geworden zu sein, toten Ton? Ihr lebt noch alle, oder? Ich bin stinksauer. Warum? Weiß ich nicht. Muss ich mir nur überlegen. Okay. Ah, vielleicht könnte man hier aber auch so eine Lavasperre noch einfügen, die dann... Oh, dich wollte ich nicht kicken. Ich wollte eigentlich mal anderen kicken. Hups! Scheiße! Ey, jetzt hör doch auf, Mann! Das war ein Scherz. Aber vielleicht kann man das ja mit Wasser ändern. Ich frage mich ja gerade, ob ich mich eigentlich selber kicken kann. No! Bann dich mal, bitte. So, was muss ich jetzt tun? Was die stand da jetzt Bücher eigentlich? Dass ich mich selber gekickt hatte, stand das da jetzt eigentlich? Anscheinend nicht. Würde ich jetzt so interpretieren. Nochmal was? Du hast dich selber gekickt, ja. Oh, hier sind Pilze. Ich hab Pilze gefunden. Nein, Pilze, nein. Doch, richtige Ich-Pilze. Krass.
weiß. Oh mein Gott, wie ein kleines Mädchen. Basti? Bleib mal bitte kurz stehen. Aus Maul. Der tötet einfach unsere Hühner. Der beschmeißt mich einfach mit Hühnern. Ja, und? Huhn zu Huhn, ne? Nein, mein Schwert. Nein, sein Schwert. Ich glaube, das ist eindringlich. Kein Lava. Überleg nochmal. So, wenn du die lateinischen Texte nicht verstehst, okay. Aber wenn du die deutschen nicht verfassen kannst, finde ich das schon schwach eigentlich. Können wir den bitte aus der Aufnahme entfernen? Nein. War eine klare Antwort. Danke, Steven. Könnt ihr euch bitte wieder lieb haben? Haben wir doch. Immer. So, ich muss dann nochmal hoch. Erstmal kommt die Lava weg. Ihr schweigenden Etwasse, Etwasse, ja. Richtig, genau das sind wir. Ach ne, Moment, das braucht. Jetzt hör auf mit der blöden Werkbank! Die liebt dich halt. Die will immer in deiner Nähe sein. Gutes Brennmaterial, aber sonst. Boah, der ist Werkbankrassist. Ja, was ist man denn noch sonst? Man hat doch kaum Alternativen heutzutage. Pass auf, demnächst ist noch YouTube-Rassist oder so. YouTube-Rassist. In was für ein Tag leben wir eigentlich im Moment? Wir sind 1394. 10.2015. Yeah, wir sind fast im 1400. Tag. Ja, aber das wird bestimmt nicht, das wird nicht passieren zum 200. Part. Oh. Naja, wir könnten es ja so machen, dass wir in Tag 200 springen am 200. Tag. Wie willst du das denn hinkriegen? Keine Ahnung, wir springen einfach in. Wir tun einfach so, als ob Tag 200 wäre? Das ist eine tolle Idee. Ich finde, die sollten wir dringend umsetzen. Nichts passiert. Das ist ja schön. Ich weiß nicht, ob ihr die Explosion vielleicht gehört habt oder so. Ja. Was für eine Explosion? Deswegen sag ich ja schön. Ist der Kreml in etwa jetzt schon explodiert? Was? Was? Der Kreml? Was ist mit dem Kreml? Ja, ist der Kreml explodiert? Wieso sollte der Kreml explodiert sein? Weil ich Putin nicht mag. Ja und? Ja, ach, du bist ein Bombenleger, ja dann. Meine Mutter kann den übrigens auch nicht leiden. Ja, wer kann den? Na egal. Das lassen wir jetzt. Meine Mutter erschießt ihn auch immer, wenn sie ihn im Fernsehen sieht. So. Vielleicht hat er sich ja auf seinen Nuklearspringkopf gesetzt und hat Buff gemacht. Glaube eher nicht, nein.
Was machst du da mit deinem Mikro? Oder nein, lass, ich will es gar nicht wissen. Was soll ich da mit meinem Mikro machen? Ja, das weiß ich eben nicht. Er vergewohltätigt es. Er gewohltätigt. Okay. Ja, dann. Ich mach doch nichts mit meinem Mikro, oder? Es klang gerade sehr komisch. Okay. Vielleicht soll ich endlich mal aus meinem Arsch nehmen. Das unter Umständen wäre eine Idee. Ja, ich kann mit meinem Hintern Bauch rednen. Bauch rednen? Ja, Bauch rednen. Moment. Das wollte er jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? Aha. Irgendwie bug ich jetzt hier. Buggy, Lukas! Komm, wir gehen jetzt gerade schlafen. Erst auf Menno. Kann ich gerade nicht, weil ich bin nämlich ich nicht, auch nicht in der Nähe des Hauses. Weil ich in einem Loch stehe und... Also nein, nicht auf diese Art und Weise, aber... Du steckst in einem Block, interessant. Möchtest Loch du das ich. Näher Loch erläutern? Das... Ich hab nicht Block gesagt, ich hab Loch gesagt, aber egal. Lass mal das. Möchtest du das näher erläutern, warum du in einem nein. Loch steckst? Vor Umständen nicht, nein. Ich komme hier nicht mehr raus, ich bin komplett... Tja, so ist das halt mal mit Löchern, ne? Ach, Basti. Aha, jetzt geht es. Endlich. Sollen wir jetzt wirklich schlafen gehen, oder? Kann ich nicht, ich bin nicht mal in der Nähe. Ich bin in einer... Gut, dann gehen wir nicht schlafen, würde ich jetzt mal behaupten. Du bist an einer Hölle. Ja, ich bin an einer Hölle. Hölle. Jetzt pack ich dich da oben leer. Wahnsinn! Wow. Nein, du greifst mich nicht mit irgendeinem Potion an, danke. So. Was, du haust mich nicht mit irgendeinem Potion an? Ach, vergiss es. Ja, Potion. Das klingt so wie Lotion, nur mit P. Und giftig. Falsche Richtung. Hast du wieder das Radio angemacht? Das Radio startet doch nicht, hab ich doch gesagt. Weil das ist keine Minecraft-Musik. Dass das gerade erst beim zweiten oder dritten Zweck erst auffällt, ist interessant. Ich wollte euch auch die Chance geben, dass es euch auffällt. Mir ist es aufgefallen. Ist ja nicht so, als steuere ich nicht die Musik oder so, ne? Nein. Erst der DJ killt ihn. Ja, du kannst den doch kicken. Ich weiß gar nicht, ob man den Musikbot kicken kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das da wollte. Nee, nicht den Musikbot. Quatsch. Nee, hier vom Server meinte ich, aber... Er ist DJ, er ist für die schlechte Musik verantwortlich. Aber das interessiert mich aber jetzt gerade wirklich mal. Das gucke ich jetzt mal live in der Aufnahme. Was? Wie man Leute aus dem TeamSpeak kickt? Das kann ich beschreiben. Das Interessante ist, den Musikbot, den kann ein Admin nicht mehr kicken. Das habe ich damals so eingestellt. What? Der Musikbot hat mehr Rechte als ein Admin? Nein. Nur Bereich kicken, aber du kannst ihn nicht kicken. Der Bot, der kann nicht gekickt werden, aber das ist das Einzige. An sich hat der Bot sonst keine besonderen Rechte, bis auf dass er seinen eigenen Channel bearbeiten darf. Oh, krass. Oh mein Gott, ein Bot darf seinen eigenen Channel bearbeiten. Wir werden alle sterben, aber so was von. Hab ich doch gesagt. Oh nein, ja, meine auch immer. Nee. Die habe ich dann nur halt woanders hingemacht.
Autsch. Kann es sein, dass du in der gleichen Schlucht bist wie ich? Unter Umständen vielleicht, eventuell. Weil ich gerade nämlich unter Umständen deinen Buff gehört habe. Unter Umständen, jetzt fängt es auch schon an. Unter Umständen ist alles, ne? Nein, alles ist unter Umständen. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Vier Dias! Das war jetzt aber auch eine schnelle Antwort. Das oh, nochmal Dias! Das muss wir getan haben, wenn die Dias. Wir haben ja auch sonst keine. Man kann nie genug haben. Doch, doch. Dias schon. Dias! Als hab ich ein Glück wie gerade. Der, ich hab jetzt wie genau der sich freut. Ich freund's mich? Ah, okay. Ja, sicher. Wie so ein kleines Mädchen bei einer Vergewaltigung. Okay. Das Thema beenden wir jetzt hiermit. Sofort. Ich distanziere mich in dem, was Basti gerade sagen wollte. Und das tue ich generell von allem, was er sagt. Das ist generell die bessere Idee. Ich glaube, Lapis brauchen wir auch noch ein bisschen. Was brauchen wir noch? Lapis. Damit wir auch verzaubern können und so weiter. Wir haben zwar ein bisschen, aber man kann, ist immer gut, wenn man noch genug hat. Nö, klar, wir haben auch nur eine Lücke. Nö, was? Höre nicht auf ihn. Seit wann hört man eigentlich über Basti die ganze Zeit, wenn er was an der Tastatur macht? Das kann sein, dass das jetzt mit Linux so ist. Übrigens, mit Linux hat sich die Tastatur auch ein bisschen verändert, falls er schon mal aufgefallen ist. Ja, man hört eine Tastatur. Zum Beispiel ist die Schrägstrich-Taste nicht mehr auf der 7. Sondern ganz woanders. Das ist mir jedenfalls auf meinem Laptop aufgefallen. Ja und? Ich bin da flexibel. Ich bin kein Tastaturrassist. Tastaturrassist. Habt ihr schon irgendwo den Zaubertisch platziert? Ja. Nein. Wo? Unterhalb des Lagers. Boah! Ich baue hier gerade einen Block ab. Da oben ist Gras drüber. Und ich dachte gerade, das wäre ein Creeper. Das wäre jetzt gerade aber echt eine Begegnung der unheimlichen Art geworden. Hallo, mein Spoon-Freund. Oh, Emeralds. Oh, hab ich auch einen. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Jetzt kommen immer dieselben Hä? Welches Level ist denn das? Level 1. Verzaubern für Anfänger. So. Steven, du sollst nicht verrecken. Zumindest nicht vor der 92. Aufnahme. Okay. Wir sind gerade im Part 199. Juhu! Ach nee, war noch nicht 200, ne? Oh mein Gott, wir sind im Part 199. So, haben wir noch Leder, Bücher, wie auch immer? Wofür? Warum? Für das letzte Bücherregal, das da unten fehlt. Ich habe ein Buch, habe ich im Inventar. Uns fehlt nur noch, und eigentlich auch genug, ich habe auch genug Papier, aber uns fehlt genau 2 Leder. Ja, das lässt sich einrichten, nur. Aber ich bin auch jetzt killt er unsere Kühe und killt unsere Kühe. Ach, er killt unsere Kühe und killt unsere Kühe. Aber ich kill dabei die Kühe. Mhm. Ja, er killt die Kühe dreifach. Ja, sicher. Wenn schon, denn schon. Er killt erst das linke Auge, dann das rechte Auge und dann die Kuh. Weil das Auge nicht zur Kuh gehört? Hä?
Nein, damit sie dich nicht mehr sehen muss und dann killst du sie. Oh, ich bin Level 28? Ich bin Level 17.